Wir hatten am letzten Freitag, also das war ja vor einer Woche, zum ersten Mal am Flughafen mehr als 60.000 Gäste am Tag. Das ist schon eine schöne Zahl, wenn man sich vor Augen führt, dass wir nach der Inbetriebnahme mit sehr, sehr niedrigen Zahlen zunächst gestartet sind und wir jetzt freudig zur Kenntnis genommen haben, dass das Terminal sich füllt, Leben eingezogen ist, nahezu alle Geschäfte und Gastronomen ihre Arbeit mit viel Publikum aufgenommen haben. Ich bin selber vor einigen Tagen am BER gelandet und es war das Gefühl, jetzt sind wir ein ganz normaler Flughafen, wird ordentlich betrieben. Und das führt auch schon dazu, dass wir natürlich in den Prozessen jetzt, wenn das Haus voller wird und weiter Corona-Regeln gelten, Maske tragen, Abstand halten, das ist auch der Bereich der Sicherheitskontrollen, weil nicht beliebig viele Menschen in die Sicherheitskontrolle hineingelassen werden, sondern die Menschen einzeln hineingebeten werden, auch dort die Abstandsregeln eingehalten werden. Und deshalb wir schon mit 60.000 Gästen schon ganz gut Betrieb haben, weil wir in den Prozessen ein Stück weit Corona-bedingt langsamer sind, überall an allen europäischen Flughäfen, so auch in Berlin. Die Flugzeuge werden zurzeit vor allen Dingen voller. Das kann man in den letzten Monaten deutlich erkennen, dass wir die Auslastung der Flugzeuge sich den 80% wieder nähert. Also schon, das ist schon relativ nah an einem Normalzustand. Und das heißt, die Anzahl der Flugbewegungen ist gar nicht so stark gestiegen, wie die Fluggäste die sich nach oben bewegt haben. Und natürlich wird sich irgendwann die Frage stellen, wann macht ihr das T2 auf? Und das kann ich jetzt nicht beantworten, das ist auch nicht mal meine Aufgabe, das wird dann die Kollegin beantworten mit der Geschäftsleitung gemeinsam und den Bereichen. Aber natürlich haben wir ein Terminal 2, was ready to go ist, was sehr schnell aufgemacht werden kann, wo auch die Vorbereitungen getroffen sind. Und wir müssen mal sehen, wie der Winter wird. Ich will jetzt nicht verhehlen, dass beim Winter ich noch ein bisschen Risiken sehe. Ich glaube nicht, dass wir im November viel Verkehr haben werden wie im Oktober. Das ist auch normal. Auch der Dezember ist dann ein bisschen mehr wieder. Januar und Februar sind auch sehr schwache Monate. Und dann kommt das Frühjahr und dann ist hoffentlich Corona auch ein wenig weiter eingedämmt als heute. Und dann habe ich eine ganz gute Perspektive für das Jahr 2022. Wir haben ein D2 mit großen Sicherheitskontrollspuren, viel Platz, wie Sie wissen, wenn Sie sich natürlich an die Rundgänge erinnern. Also wir haben noch Kapazität. Und das ist auch so, letzter Punkt, der Verkehr wird sich auch nur dann in erheblichem Umfang erholen, wenn die Corona-Maßnahmen weiter zurückgefahren werden. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Inzidenzlage, den Präventionsmaßnahmen und dem Verkehrsvolumen. Wir müssen sehr auf Sicht fahren, nicht? Wir haben eine sehr, sehr unsichere Planungszeit, was wir relativ gut einschätzen können, zusammen in einer guten Zusammenarbeit mit den Fluggesellschaften, sind die nächsten 6 Wochen. Das ist so ein Zeithorizont, der für so Flughafenhasen wie mich schon ein bisschen komisch ist, weil eigentlich plant man immer sehr, sehr viel längerfristig. Aber jetzt gewöhnen wir uns daran, dass wir das eben auch kurzfristiger machen, weil eben auch die Fluggesellschaften es nicht anders absehen können. Und wir nicht wissen, so wie Herr Schmidt gesagt hat, wir wissen noch nicht, wie tatsächlich so im November kommt da wieder was oder wird sich das menschliche Verhalten verändern und wie ist es eben auch mit den Restriktionen. Deswegen fahren wir auf Sicht, deswegen gucken wir 6 Wochen. Und diese 6 Wochen sind auch das, was wir bräuchten, um eben ein Terminal 2 aufzumachen. Wir haben natürlich dieses Gefühl, dass das Terminal vollläuft. Es ist gar nicht so sehr, dass es die Menschen sind, sondern es sind eben die Prozesszeiten, die wir im Moment haben, die Sonderprozesse, die wir Covid-bedingt haben. Das heißt, es ist etwas, in dem Moment, wo sich die Infektionslage verbessert, abschwächt, werden auch diese Anforderungen, diese extra Anforderungen, die extra Zeiten und extra Abstände etc., wird sich das wieder normalisieren. Also hätten wir den Verkehr, den wir gerade haben, zu einer normalen Zeit, keiner pandemischen Lage, dann würden Sie das nicht als voll empfinden. Jetzt empfindet man das an bestimmten Punkten, ist es voll. Da stimme ich völlig zu. Und wir machen dann auch, wir freuen uns, ganz ehrlich, wir freuen uns riesig, wenn wir Terminal 2 aufmachen können, A, weil es ein tolles Terminal ist und weil es ganz tolle Prozessoren, das klingt jetzt so technisch, aber jedenfalls, weil es wirklich ein ganz tolles und super funktionales Terminal ist. Und wir freuen uns, wenn wir es aufmachen können, weil wir es nämlich brauchen. Ja, weil das eben natürlich auch bedeutet, dass unsere aller Situation besser wird von der Pandemie her. Und dass sich eben der Verkehr auch wirklich wieder erholt. Zum Terminal 5. Wir haben vor, im Winter haben wir, also jetzt Winter,
2021, also vor einem Dreivierteljahr, haben wir entschieden, erstmal das Terminal 5 und technisch zum Schlafen zu legen. Also wir haben es nicht abgeschaltet, sondern wir haben erst gesagt, dass wir es erstmal nicht nutzen werden. Es ist also in so einem Stillstandsmodus. Und wir haben im Moment, wir beschäftigen uns natürlich damit, was sind die nächsten Schritte mit Terminal 5. Wir stellen fest, dass wir im Moment noch keine Datengrundlage haben. Und Datengrundlage ist wieder diese Unsicherheit in der verkehrlichen Entwicklung, die es uns ermöglicht zu sagen, ja, wir machen Folgendes mit Terminal 5 oder wir machen Folgendes mit Terminal 5. Wir machen das eben, werden das weiterhin beobachten, werden uns weiterhin anschauen, wie die Erholung stattfindet, um dann eben die richtigen Schlussfolgerungen auch im Hinblick auf Terminal 5 zu ziehen.